Im Film standen sie als Vampire auf der Bühne, in Münster aber als ganz normale Musiker ohne jegliche Blutgelüste. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, Heino Rehse zeigt euch ein Porträt über Tito und Tarantula, das entstanden ist, als die Band hier bei uns in Münster einen Auftritt im alten Sinn und Sünde hatte. Fahrt zur Hölle, ihr Wichser! Gute Nacht! Wer kennt ihn nicht, den Kultstreifen From Dusk Till Dawn? In der Bar Titi Twister verwandelt sich die Belegschaft in eine Horde wilder Vampire und fällt über die Gäste her. Ein wildes Gemetzel beginnt und auf der Bühne stehen Tito und Tarantula, ebenfalls Vampire. Mit diesem Auftritt erreichte die Band quasi über Nacht Kultstatus. Am 28. August waren sie im Sinn und Sinne in Münster zu Gast und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, sie dort zu besuchen. Tito und Tarantula machten diesen einzigartigen Tex-Mex-Rock weltbekannt. Als wir sie nach dem Konzert persönlich treffen, erzählen sie uns, wie es zu der Zusammenarbeit mit den Regisseuren Robert Rodriguez und Quentin Tarantino kam. Well, I met Quentin through another director of another film that I did. Ich habe Quentin über einen anderen Regisseur kennengelernt, mit dem ich gerade an einem Film arbeitete. Quentin hatte gerade seinen Film Reservoir Dogs fertig und war noch ziemlich unbekannt. Im gleichen Jahr traf ich Robert auf einer Benefizveranstaltung, wo viele mexikanische Schauspieler und Musiker zusammenkamen. Er war da wegen der Veröffentlichung seines Films El Mariachi und er plante einen neuen Film. Weil er ein großer Fan meiner Band Cruzados war, fragte er mich, ob ich nicht mit ihm zusammenarbeiten will. Er wollte schon mit mir arbeiten, bevor er mich traf. Und dann wurden wir Freunde und haben zwei Filme gemacht. That's how I met them. And then we became friends and worked on those two films. Tito Lariva, Leadsänger und Gründer der Band, ist ein wahres Multitalent. Neben seinen Bühnenauftritten und der Arbeit als Schauspieler produzierte er auch die Musik für zahlreiche Filme. Die Band gründete er 1992 zusammen mit Gitarrist Peter Atanasoff. Seitdem wechselte die Besetzung der Band mehrmals. Stevie und ich spielen schon seit den 80er Jahren zusammen. Wir haben After Dark geschrieben und haben in den Bands The Plugs und Crusados gespielt und an verschiedenen Filmen gearbeitet. And we did a lot of film scores together and we did a lot of stuff. Lucy und Fredo haben wir auf einem Sklavenmarkt in Malaysia gekauft. Wir haben Fredo in einem Musikertreffen kennengelernt. Wir kannten dieselben Leute und Lucy habe ich im Internet kennengelernt. Eines Tages stand er bei mir vor der Tür und sagte: Du spielst bei uns Bass. Das ist die Besetzung der letzten 4-5 Jahre. Dass sie eine großartige Liveband sind, beweisen Tito und Tarantula an diesem Abend. Da darf dann auch mal das Publikum auf die Bühne. Ihr neuestes Album Back into the Darkness erschien 2008 und natürlich ist auch für die Zukunft einiges geplant. So wie Tito bald wieder auf der Leinwand zu sehen sein, denn Robert Rodriguez plant ihn für sein neuestes Machwerk Machete ein. Gerade gestern habe ich eine E-Mail von Robert bekommen. Er schreibt: Beeil dich, komm nach Hause, ich habe Arbeit für dich. Hurry up, get home, I got something for you. Oft macht Tito aber nur einfache Arbeiten. Wenn der Film fertig ist, muss er immer das ganze Blut aufwischen. Das heißt aber nicht, dass er in dem Film auftaucht. Au revoir.
Wer sie nochmal live sehen will, muss nach Spanien reisen, denn dort sind sie noch bis Ende November unterwegs. Näheres unter www.titointarantula.com. Brow sweats for insane.